sind schon wieder bei Falsch Lotte XXL, Leute, mit Max Giermann, Oliver Welke, Bürgerlast Dietrich und Barbara Schöneberger. In Bestbesetzung, möchte ich fast sagen. Großartig. Kinder, ihr wisst ja, der Kölner an sich braucht keinen Anlass, um zu feiern. Du bist kein Kölner, Oliver, deshalb zwingen wir dich jetzt dazu, eine Party zu geben. Ostwestfalen muss man da zwingen, das stimmt. Ja, genau. Du weißt schon genau, was du tun musst. Nimm den Kopfhörer, setz ihn auf, dreh dich von uns weg. Ist da so moderne Musik drauf? Da ist hoffentlich moderne Musik. Ihr dürft jetzt Oliver als Gäste in den Wahnsinn treiben, und zwar in der Reihenfolge, kommt ihr gleich auch. Ich klingel euch immer rein. Max, du bist Tim Mälzer, der an allem, was auf der Party passiert und zu sehen ist, was zu nörgeln hat. Ja, klar. Barbara, du bist Paris Hilton. Ja. Aber es kommt noch was dazu, an deinem ersten Tag im Frauenknast. Natürlich. Ne? Immer, immer schön nach der Seife bücken und bring einfach deine Lebenserfahrung ein. Lars, du bist ein Siedler im Wilden Westen, der nach und nach von immer mehr Indianerpfeilen getroffen wird. Ja, Stück für Stück so. Ne? Immer, immer mehr. So, ja, dann würde ich doch mal sagen, ich befreie Olli von seinem kleinen schmerzenden Kopfhörer. So, du hast dir ja wieder verrückte Gäste eingeladen. Was feiere ich denn? Irre. Deinen 50. Geburtstag. Sagen wir 10 Jahre Scheidung. Okay. Okay, gut. Dann guck mal nach dem Cracker. Hm? Viel Spaß. Oh, Gott sei Dank. Hallöchen. Hallo Olli, ich freue mich wirklich überhaupt nicht, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ich finde, du siehst auch wirklich extrem scheiße aus. Ja. Du siehst gar nicht aus wie 50, sondern du siehst aus wie 60. Hallöchen. Hallo. Trotzdem, ich soll dir auch rein. Ja, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt. Ich muss dir übrigens schöne Grüße von Nina ausrichten. Die hatte wieder extrem Mundgeruch und musste zu Hause bleiben. Gott sei Dank. Ja. Und wie ich sehe, hast du auch in deiner extrem hässlichen Küche wirklich wieder etwas total Unleckeres vorbereitet. Ja. Darf ich dir davon was anbieten? Nein, vielleicht? Lieber nicht. Das kriege ich wirklich nicht runter. Okay. Warum habe ich den eingeladen? Naja. Hallöchen. Hi. So wirklich, wirklich ausnahmsweise muss ich dir jetzt mal ein Kompliment machen, denn diese Frau, die verleiht der ganzen Party wirklich eine herrlich scharfe Note. Ja. Ist ja doch gemütlicher, als ich dachte, und sind ja sogar Jungs da. Da kennt ihr ja sicher meinen Film. Ich kenne viele Jungs. Dein Film? Habt ihr meinen Film gesehen? Nee, ich gucke immer nur Kerners Köche. Ist das irgendwas von Schlöndorff oder Werner Herzog? Oder in welche Richtung geht das so? Ich weiß echt nicht mehr, wie der Typ hieß. Er war total cool. Hey, komm her. Ich bin so froh, dass ich die mitbringen durfte. So, ich bereite dir, ich bin total aufgeschmissen. Ich bereite dir jetzt in der Zwischenzeit schon mal deine Henkersmahlzeit vor. Was darf denn sein? Darf ich dir vielleicht einen von deinen Möpsen abnehmen oder was? Ihr seid beschäftigt. Ich meine, wenn man helfen kann. Sag mal, du musst aber nicht kochen, ich bin ja der Gastgeber. Ich kann aber nichts anderes. Ah, okay. Wo ist denn mein Zimmer? Dein Zimmer ist weiter hinten. Moment mal. Hallöchen. Yeeha! Ja. Hallo, man. Will das Pferd auch mit reinkommen, oder? Nein, das bleibt da draußen. Ah, Hallöchen. Habt ihr irgendwo bunte Federn oder Typen, die solchen Kopfschmuck tragen? Ich habe so eine Tante, die aussieht wie ein Geschenk, wenn dich das interessiert. Vorsicht! Vorsicht, wieso? Hey, cool, hi! Ich hab's gewusst! Die Jungs ist verseucht damit! Ja, Vorsicht, runter! Ja, hier nebenan wohnt so Jugoslawen, ich muss mich entschuldigen. Sag mal! Entspann dich doch erstmal! Coole Klamotte! Von wo bist du denn jetzt gekommen, wenn ich fragen darf? Vom Horizont! Ah, okay. Ich komme vom Horizont direkt hierher zum anderen Horizont. Ja, da war ich auch schon mal. Das war super. Vorsicht! Horizont. Ja. Oh.
ich würde sagen, heute gibt es Idiot am Spieß. Ja. Und zum Nachtisch hier ein paar schöne, leckere Oblaten. Hier sehe ich schon. Horizont ist offensichtlich ein anderes Wort für Heim. So viel habe ich verstanden. Ja. Horizont ist eine total coole Disse. So. Ehrlich gesagt. Ich hätte da noch nichts dagegen, wenn du bald tot wärst, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hab den Ofen auch schon mal vorbereitet. Jetzt können wir das Fleisch auch gleich nehmen und hier in den Ofen reinschieben. Ich bin doch schon gespickt. Das wird ein richtig leckeres Westernsteak. Ja. Ein leckeres Westernsteak. Das ist echt total brutal hier. Die haben mir gesagt, hier sind nur Mädchen und es ist irgendwie nett. Aber die beiden sind sowas Ähnliches. Mach dir keine Sorgen. Soll ich euch meine Brüste zeigen? Nein, bitte nicht. Mann, ihr seid ja echt bekloppt. Macht euch doch mal locker. So eine gefährliche Party. Ich komme nie wieder hierher. Immer da, wo es weh tut. Ja. Okay. Ich fange mal an bei ihm, weil es ist das Einfachste. Diese, wenn du ganz kurz die Schnauze hältst. Diese einmalige Mischung aus leicht asozialem Hamburger und Meisterkoch ist Tim Melzer natürlich. Yeah. Der. Da kommt noch was. Ja, Nina, pass auf. Nina, pass auf, ich komme jetzt nach Hause, nach Blankenese, weil hier ist wirklich alles total scheiße. Er findet alles total scheiße. Ja, das war jetzt aber auch einfach. Ja, tschüss, ich gehe nach Hause. So. Gut. Und er ist irgendwie ein Cowboy of Ecstasy oder sowas, der immer sich einbildet, dass er ständig von Pfeilen getroffen wird und unterbrochen. Ja? Okay. Sehr gut. Ja. Die auf dem Gericht haben mich ganz schön verarscht. Die haben gesagt, hier wären nur Frauen. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass du verarscht wurdest. Richtig, aber das Deutsche ist, ich merk's nie. Okay, also sie ist definitiv eine Tusse. Jetzt ist nur die Frage, welche. Ich hab Tinkerbell dabei. Bing bong. Ja, Entschuldigung. Ah, sind Sie wieder betrunken gefahren? Ab. Sie werden abgeführt, Sie kommen jetzt direkt in den Knast. Ey, ist echt so fies, ey! Ah, okay. Also bis auf die Tatsache, dass sie Deutsch spricht, ist das Paris Hilton. Richtig!